PEGI 16. Du bist sehr vielen Piraten begegnet, im Vorgänger Risen, auch in den anderen Spielen, die wir gemacht haben. Und das passt sehr gut zu unserem Dialogstil und zu unseren Quests. Und haben uns entschieden, wir machen ein ganzes Spiel daraus. Während wir vorher immer versucht haben, möglichst viele Facetten möglichst ebenbürtig nebeneinander zu stellen, ist es diesmal so, dass wir uns sehr stark auf dieses Piraten-Setting eingelassen haben. Nicht zuletzt deswegen, weil der Spieler ja mehr oder weniger gezwungen wird, sich den Piraten anzuschließen. Der erste Spruch bei Monkey Island ist halt, ich will Pirat werden. Und ja, da musst du erstmal in die Taverne gehen, musst erstmal piratige Sachen machen, einen Schatz heben und solche Sachen. Und das sind natürlich klar Elemente, die dann jetzt auch ein Spieler machen muss. Wie man hier sehen kann, wollten wir raus aufs Meer und durch diese Schiffsreisen halt ein tropisches und exotisches Piratenspiel erzeugen. Hier haben wir die Startlocation. Hier lernt man das Spiel kennen, nach einem Tutorial. Du kannst dann am Anfang ein paar Monster plätten am Strand oder so, in der letzten Bastion der Menschheit. Du fährst dann auch ziemlich schnell dann mit dem Schiff rüber zu der ersten Insel, die dann schon etwas größer ist, wo es auch zwei Lager gibt, einmal von der Inquisition und einmal hier hinten das Piratenlager. Da wird die Welt ein bisschen größer. Wenn du dich den Piraten angeschlossen hast, dann kannst du dann mit dem Schiff direkt mit den Piraten zu dieser Küstenregion auf dieser Seite dann hinreisen. Die Welt wird immer größer und von da ab hast du dann irgendwann, hier kriegst du dann dein eigenes Schiff und kannst dann auch andere Inseln dann weiter bereisen. Es lohnt sich auf jeden Fall am Ende des Spiels, im weiteren Verlauf des Spiels dann auch nochmal Locations, die man schon gespielt hat, nochmal hinzureisen, weil es da auch noch mehrere Quests gibt, noch im hinteren Bereich des Spiels. Also wir haben damals angefangen mit den Prototypes, da haben wir ganz grobe Landschaftsmassen gebaut, haben die abgelaufen, haben da ein paar Bäume reingestellt und ein paar Blockhäuser und haben geguckt, wie wirkt das, ist das zu groß, ist das zu klein. Danach gingen diese Prototypen dann in die Produktion und dann fingen die Sachen an, teilweise von alleine zu wachsen. In Risen 2 haben wir mehrere Inseln und wir haben in der Vergangenheit die Landmassen, auf der unser Spiel spielte, von Hand gebaut. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und da muss man ganz viele kleine Punkte setzen und alle Wege einbauen. Es ist auf jeden Fall sehr schwer nachzuarbeiten. Das heißt, eine kleine Veränderung an der Landmasse bedeutet schon sehr viel Aufwand. Daher haben wir uns entschieden, eine Terrain Engine zu implementieren, erstmals in der Geschichte von Piranha Bytes. Und das hat sich ausgezahlt, weil wir damit sehr viel schneller prototypen als auch implementieren konnten. Beim Projektanfang von Risen 2 ging es erstmal darum, ein Setting zu erschaffen. Also wir mussten uns überlegen, was soll es überhaupt werden. Wir wollten halt dieses Regenwälder-Setting haben, karibisches Setting. Im Dschungel ist es eigentlich ziemlich dunkel. Ja, im Dschungel gibt es viel Schattenwurf. Es gibt unterschiedliche Baumhöhen und es gibt viel Bodenvegetation. Wir haben jetzt in Risen 2 uns für einen leichten Dschungel entschieden. Ja, also weniger dicke, große Bäume, sondern eher dünne, kleine und davon ganz viele. Also wir sind ja hier im Ruhrpott und so viel haben wir nicht hier, was wir uns selbst anschauen können. Naja, aber ein paar Wälder haben wir schon und da ziehen wir schon mal selber los mit der Kamera. Die Wälder sind teilweise urig hier, das soll man gar nicht meinen. Es ist wie immer gewesen, man darf es halt eben nicht zu groß machen oder auch nicht zu klein. Wir haben versucht, so diesen Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite muss man eine Welt darstellen, die hinreichend groß ist, um plausibel zu machen, dass man ein Schiff braucht, um zwischen den einzelnen Spielebenen sich hin und her zu bewegen.
und zum anderen natürlich auch nicht so groß, dass es dann irgendwann einfach nur durch die Größe langweilig wird oder dass man es gar nicht mehr mit interessanten Inhalten gefüllt bekommt. Über die Inseln kann man wieder bestimmte Strukturierungen vornehmen. Man kann dem Spieler am Anfang sagen, du hast noch kein Schiff, also fährst du erst zu Insel A, dann zu Insel B und dann aber plötzlich hast du dein eigenes Schiff und dann kannst du zu Insel C, D, E, F, G hinfahren, wie du möchtest. Wir mussten halt uns überlegen, dass wir jede Insel individuell halt interessant gestalten. Dass jedes Mal so eine Situation wie bei Risen Isles entsteht, du bist angespült, du weißt nicht, was da passiert auf der Insel und entsprechend dann auch das Setting und die ganzen Sachen, die da passieren, dann entsprechend darauf ausgerichtet sind. Ursprünglich hatten wir mal vorgehabt, wir machen kleinere Location und mehr davon. Und letztendlich ist daraus geworden, wir haben jetzt mehrere große Locations. Und entsprechend gibt es sehr viel Zeit, sich daran auszutoben. Wir sind nicht dazu in der Lage, ein Lager zu bauen, ja, wo nur 5 Charaktere sind, die dir etwas zu sagen haben. Das müssen dann schon 20 sein und dann haben die auch Quests für dich, mindestens 20. Und entsprechend ist das dann gewachsen. Das ist eine sehr große Welt geworden.